Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Markus Marek hier am Apparat. Allgemein Deutscher Verlagshäusern aus Berlin rufe ich an. Hans, Herbert von Rudersdorf, sind Sie? Von Rudersdorf, ja. Was kann ich tun für Sie? Herr von Rudersdorf, schön, dass ich Sie erreicht habe. Ja. Ich rufe von den Allgemeinen Deutschen Verlagshäusern aus Berlin an. Ja. Weil sind Sie als ehemalige Kunde bei uns registriert gewesen, vom Frühjahr. Butterbauer, Axel Springer, Otto Versand, Netto, Rewe, Edeka. Sagt Ihnen das was noch? Ja, ich bin ja bei Quelle Kunde gewesen, bevor das, sag ich mal. Quelle, Bank, ne, kann man ja. Ja, bevor das. Auch früher. Genau. Ja, das ist gut. Deswegen haben wir ja auch. Herr von Rudersdorf, Sie sind unsere ehemalige Kunde vom Frühjahr. Butterbauer, Axel Springer, Otto Versand, Netto, Rewe, Edeka. Und wir machen alle Jahre unter unseren ehemaligen aktuellen Kunden, so wie Sie, eine kostenlose Verlosung. Und diesbezüglich habe ich eine ganz tolle Nachricht an Sie. Ja. Denn Sie haben es geschafft, von über 40.000 Kandidaten durch den Zufallsgenerator bei uns unter den letzten 10 Endfinalisten auch angekommen zu sein. Herzlichen Glückwunsch, Gratulation. Sind Sie in eine Finale bei uns gelandet? Oh, danke schön. Das ist ja schön. Bitte schön, das ist Ihre Glück, Herr von Wandersdorf. Weil dieses Jahr verlosen wir für unsere 10 Finalisten, da wo Sie mit dabei sind, 5 Hauptpreise und 4 Trostpreise. Wir würden gerne wissen, was Sie unter die Hauptpreisen bevorzugen würden. Und zwar ist erster Platz Audi A3 oder Geldsumme von 50.000 Euro. Würden Sie lieber das Auto bevorzugen oder Geldsumme haben wollen? Eins beziehen. Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde das Geld nur nehmen. Eine Preis. Das ist ja nur eine Preis, deswegen. Geldsumme habe ich eingetragen. Ja, nehmen wir das Geld. Brauchen Sie eine Einbauküche Nummer 2 oder 25.000 Euro Geldsumme? Würden Sie da verlangen? Die auch Geldsumme oder? Was war das erste? Das erste ist Auto oder Geldsumme von 50.000 Euro. Das haben wir schon erledigt. Nee, das andere, was Sie jetzt gesagt haben, meine ich doch. Geldsumme 25.000 Euro. Oh, nehme ich das, ne? Mit einer Küche kann ich nichts anfangen. So. Sie haben bestimmt eine Küche. Ja, das ist kein Problem, Herr. Das ist ohne ist ja auch schwierig, ne? Ohne Essen, ne? Ja, ohne Essen kannst du voll vergessen. Natürlich, von das aber. Dritter Platz bekommt aber 12.000 Euro, vierter Platz bekommt 10.000 Euro, Platz 5 bekommt 5.000 Euro. Das sind unsere 5 Hauptpreise nämlich. Außerdem keiner geht leer aus, die restlichen 4 Teilnehmer bekommen alle einen Einkaufsgutschein von 1.500 Euro, den sie in Form von Netto, Rewe, Edeka, Aldi auch einlösen können. Das ist so großartig. Es kommen keine versteckten Kosten auf Sie zu, daher keine Zahlen, die Sie tippen, keine Lose, die Sie kaufen und auch keine Bearbeitungsgebühren, die Sie bezahlen müssen. Das ist gut. In den nächsten 7 bis 10 Tagen, Herr von Rudersdorf, bekommen Sie Post von Ihrem Sponsoren, ein Begrüßungsschreiben mit einem kleinen Dankeschönsgeschenk mit dabei, Herr Dorf. Da ist nämlich, alle 10 Finalisten bekommen schon mal 200 Euro Energierabattgutschein. Oh. Bei Ihnen schicken wir es dann an die Adresse Hindenburgstraße, 112b Bayreuth, wohnen Sie noch, ne? Ja, Ansbach Bayreuth, falls Sie das Lied zufällig kennen. Ja. 95445, Postleitzahl ist dort, 4.9.1951, junger Mann. Auf Ansbach, Dragoner, auf Ansbach, Bayreuth. Das Lied haben Sie bestimmt schon mal gehört. Gehört, aber ich darf jetzt nicht singen, Herr. Ach, warum denn nicht? Warum denn nicht? Haben Sie gute Frage jetzt gestellt, ja? Ja, haben Sie. Mein Schiffschef,
meine Chef sitzt da und unser, große Sache jetzt. Ja. Ach, wollen die nicht, dass sie gute Laune haben? Später. Ich singe nachdem für sie ein Lied später von dort. Aber erst machen wir unsere Arbeit jetzt. Das ist ja. Natürlich, ne? Ja. Und außerdem, unsere Finalziehung, unsere Verlosung ist am 30.12.2023. Findet ist eine Weihnachtsverlosung, wird das dann auf wird das auf einem Samstags verlost. Ich merke, dass Sie große Probleme mit meinem Nachnamen haben. Sagen Sie doch einfach Hans zu mir. Jawohl, danke schön, Herr Hans. Ja. Einfach Hans. Hans ist besser. Schön, Herr Hans. Wir kennen uns doch. Das ist doch dann kein Problem. Wir müssen da ja nicht jetzt, ne? Ja, ja, aber wenn Sie nichts gesagt haben, ne, dann. Wir sprechen ja seit 5 Minuten, damit sind wir ja offiziell bekannt. Nach dem Knuddelsindex und dann muss man da ja nicht unnötig hier, ne? Das freut mich. Herr Hans, unsere Finale nach der Verlosung, aber bei uns, ja, für unsere 10 Finalisten nach der Verlosung, die Sachpreise, kommt per Post an die Adresse, Bargeldgewinne wird auf Konto geschickt, Herr Ruders. Ja, die IBAN-Nummer, die letzten 4 Ziffern bei der Sparkasse bei Ihnen, 1081, die letzten 4 Ziffern ist das aktuell noch, da wird Ihre Gewinne hingeschickt. Die Frage habe ich jetzt gerade nicht verstanden, das ist so laut bei Ihnen. Ach so, ist da keiner da hier? Ich höre da doch Menschen sprechen im Hintergrund. Oder haben Sie einen Fernseher laufen? Kann sein, ja, das hat sie. Hören Sie mich besser? Ach, sind Sie im Homeoffice und der kleine Sohn guckt gerade Trickfilme? Homeoffice, ja, und das ist genau das Richtige, was ich sagen. Geht's dem Kleinen, geht's der Familie denn gut, sage ich mal? Alles in Ordnung, Herr von Ruders. Habt ihr keine Feiertag da bei euch? Na du, ich bin heute ja in Rente, ich habe ja immer Feiertag, ne? Immer, jawohl. Sie sind eine von uns, ja, ja genau. Immer Feiertag haben Sie, ne? Wenn Rente ist, immer Feiertag, das ist wunderbar. Naja, zumindest die ersten 15 bis 20 Tage vom Monat, weil es gibt ja kaum noch Rente, ne? Dann wird es halt schon knapp mit der Kohle. Da ist dann eher, sagen wir mal, so Survival-Training. Aber man kommt zurecht, ne? Als Maulwurf braucht man nicht so viel. Ich habe eine Katze, ne? Und ein Meerschweinchen. Katze, ja? Meerschweinchen haben sie auch. Ja. Das ist ja wunderbar. Ja, das ist nur sehr, das ist auch schon alt und das schreit den ganzen Tag. Ja, aber jetzt nicht, weil es dem schlecht geht. Das sucht im Prinzip nach den Artgenossen, aber die sind alle schon gestorben. Das ist ja der letzte seiner Gattung im Prinzip. Ja, genau, das ist richtig. Woher wissen Sie das denn? Ja, weil Sie gesagt haben jetzt, oder? Ach so. Wenn Sie was gesagt haben, dann ist das richtig. Na, ich erzähle auch manchmal Sachen, wo ich das selber gar nicht mehr weiß, ne? Das ist nicht immer. Aber ich kenne mich damit nicht aus, Herr Hans. Ich kenne mich damit nicht aus. Ja, Meerschweinchen oder was für ein Schweinchen, weiß ich jetzt nicht. Aber mögen Sie Meerschweinchen nicht so? Na, ist mir egal. Doch, warum nicht? Das weiß ich ja nicht. Katze ist gut, Hund ist gut, Schwein ist gut, kein Problem. Haben wir nichts dazu zu sagen. Also, nämlich. Naja, mit denen kann man ja auch nicht reden. Also, ich habe jetzt noch keine Schweine erlebt, mit denen man sich unterhalten kann. Ja, das geht ja nicht, ne? Und ich meine, die haben dann bestimmt auch nichts zu erzählen. Weil die haben ja den ganzen Tag nichts zu tun als schlafen, fressen. Was sollen die denn erzählen, groß, ne? Da gibt's ja nichts Interessantes. Ich meine, wir könnten uns ja den ganzen Tag unterhalten, wir zwei. Aber bei den Schweinen macht das ja keinen Sinn, ne? Gut. Oder? Bernd, ist Ihre IBAN-Nummer richtig hier? 1081, die letzten 4 Ziffern. Oder muss ich mal gucken? Die ist ja so riesig lang. Wo haben Sie die denn her, sagen Sie mal? Sind ja als ehemalige Kunde registriert hier, ist schon lange her. Ach ja, da war ja Neckermann Quelle und Ordin. Da haben sie sich, vielleicht haben sie gewechselt, da wollen wir ihre Gewinne hinschicken, deswegen. Jetzt sagten Sie ja gerade, ich bin ehemaliger Bestandskunde, aber ich war ja bei Quelle und Quelle existiert gar nicht mehr. Rufen Sie denn von Quelle an? Wir sind, nein, nicht von Quelle rufen wir. Quelle hat ja, wir waren früher Quelle. Jetzt sind wir Butterbauer, Axel Springer, Otto Versand.
Der Otterversand. Ja, oder Axelsprünger, irgendwo haben Sie sich bestimmt schon mal registriert irgendwo. Oh, das mache ich andauernd, um ehrlich zu sein. Ne? Man hat ja viel Zeit, wenn man zu Hause ist, ne? Natürlich, ja. Schauen Was will wir mal man denn sonst machen? Ja, ich suche gerade schon. Schauen Sie auch dabei nach und dann können wir immer noch weiter unterhalten. Ja, ich gucke schon, weil ich habe hier so viele Dokumente liegen, weil ich muss noch die Ratenzahlung die Tage fertig machen. Können Sie die ganze Nummer noch mal vorlesen? Nicht ganze Nummer, die letzten 4 Ziffern reicht. Können Sie die noch mal vorlesen? 1081. 1081, ja, das ist richtig. Da wollen wir Ihre Gewinne hinschicken, ob das in Ordnung ist. Ich kann die 20-stellige Zahl haben wir ganz, also diese IBAN-Nummer. Nach dem Verlosung bekommen alle Finalisten ihre Zahlungen, nämlich an ihre IBAN-Nummern hingeschickt. Nämlich. Wann war das Finale, sagten Sie? Ich habe das schon wieder vergessen. 30.12. Sie bekommen das alles schriftlich, deswegen bearbeite ich das mit Ihnen. Bis zum Verlosung haben wir noch Zeit. Was haben Sie denn für eine Adresse vorliegen? Dann müssen wir ja auch noch abgleichen. Das wollte ich ja sagen. Bei dem Hindenburgstraße 112b Bayreuth sind Sie. 95445, die Postleitzahl 4.9.1951, junger Mann, sind Sie Rentner. Haben Sie doch gesagt. Ja, ja, das hat sich nicht geändert in den letzten Minuten, ne? Nein. So, sehen Sie. Das ist dann auch in Ordnung. Soweit haben wir das auch erledigt. Ist soweit alles in Ordnung. Ja? Außerdem, Herr Hans, in den nächsten paar Minuten bekommen Sie noch einen Anruf, nämlich unsere Hauptzentrale. Da muss die letzten 2 Ziffern Ihrer IBAN-Nummer bestätigt sein. Außerdem in Verbindung hierzu, da das Ganze von den Verlagshäusern auch gesponsert wird, müssen Sie in direkter Verbindung zu dem Veranstalter haben. Die Veranstalter dieser Verlosung sind die deutschen Verlagshäuser bundesweit. Und um dies gewährleisten zu können, ist bei dieser Aktion auch ein Sponsormagazin mit dabei. Es werden keinerlei Unterschriften geleistet. Es ist eine speziell befristete Aktion für unsere Finalisten für 12 Monate nämlich. Und für Sie wurde als Hauptsponsor Hör zu eingetragen, Herr Hans. Aber erst bekommen Sie alles schriftlich zu Hause zu entscheiden. Deswegen ja, ich höre doch die ganze Zeit zu. Was wollen Sie denn sagen? Was habe ich gesagt? Sie haben gerade gesagt, ich soll zuhören. Nee, das habe ich nicht gesagt. Dann habe ich Sie falsch verstanden. Falsch verstanden, ja. Ich hatte gesagt, alle 10 Finalisten bekommen den Hör zu TV-Magazin, nämlich für 12 Monate, damit die direkte Verbindung zum Veranstalter da sein muss, nämlich. Aber erst entscheiden Sie darüber, wenn Sie alles schriftlich haben werden, Herr Hans, hatte ich gesagt. Nämlich, aber in den nächsten paar Minuten bekommen Sie noch einen Anruf unserer Hauptzentrale. Frau Schmidt heißt die Dame aus Hamburg, wo die Verlosung stattfinden wird. Ja. Die kontrollieren nochmal, ob alle Angaben bei Ihnen richtig sind. Dort bitte die letzten 2 Ziffern Ihrer IBAN-Nummer bestätigen, damit Ihre Daten nach dem deutschen Datenschutzgesetz verschlüsselt werden kann. Die Dame wird auch Gespräch aufzeichnen, damit Sie als Kunde bei uns geschützt sind. Und Ihre Sponsor ist die Hör zu, nicht Sie sollen zuhören, habe ich gesagt. Hör zu, TV-Magazin ist das nämlich. Ja, und was wollen Sie verschlüsseln? Sie sprechen so schnell, ich verstehe nur die Hälfte, das tut mir so leid. Ja, so, das sage ich Ihnen nochmal, Herr Hans. Sie bekommen ja gleich einen Anruf. Ihre Daten sollen ja verschlüsselt werden. So. Und wenn Sie die letzten... Die Frau Schmidt sagt Ihnen, dass wir es dann vor sich gehen. Unsere Hauptzentrale ruft Sie an, nämlich gleich. Dann sollen Sie die letzten 2 Ziffern Ihrer IBAN-Nummer bestätigen, damit Ihre Daten nach dem deutschen Datenschutzgesetz verschlüsselt werden kann. Die Dame wird auch Gespräch aufzeichnen, damit Sie als Kunde bei uns geschützt sind. Dort bitte Ihren Sponsor auch bestätigen. Das ist die Hör zu TV-Magazin, heißt das, Herr Hans. Ja, jetzt habe ich es verstanden, glaube ich. Jetzt haben Sie verstanden, ja? Gut. Es kann bei mir manchmal ein bisschen dauern. Ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? Ja, natürlich. Ich bin auch nicht so jung. Na, Sie hören sich an wie 30.
30, aber ein bisschen älter bin ich schon. Sind Sie 31? Ja. Na gut, das ist ja auch noch nah dran, ne? Jawohl. Gut, das heißt, kurz bitte erreichbar sein, ja, damit wir danach bekommen Sie, nachdem die Frau Schmidt Sie aus Hamburg angerufen hat, ja, und da alles bestätigt haben Sie, dann bekommen Sie alles schriftlicherweise zugeschickt und zu Hause erwarten wir Ihre Einverständnis noch da drauf. Haben Sie denn meine Adresse vorliegen? Ja. Was haben Sie da? Ich bin ja umgezogen mal. Hindenburgstraße sind Sie noch? Nee, da bin ich gar nicht mehr. Da sind Sie umgezogen? Ja. Wo sollen wir denn die Post hinschicken? Meine Güte, da habe ich doch vorhin schon gesagt. Jetzt andere Straße, in Bayreuth sind Sie geblieben. Ich bin in Bayreuth geblieben, ja. Wie aber heißt die neue Straße? Bitte? Die neue Straße, wie heißt die denn? Wo ich jetzt wohne, meinen Sie? Ja, wo sollen wir die Post schicken? Das ist die Klopstockstraße. Klopstock, das, ja, da gibt mit dem Klopstock obendrauf. Das ist die Hausnummer 93, Cäsar. 93, ja? Ja, und dann Cäsar noch hinten dran, also C. 93 C. C. Ja, ja, ich habe verstanden. C wie Cäsar, nicht T. Ich Klopstockstraße 93 C bei Bayreuth. Ja, das ist da in der Nähe von diesem Bioladen. Ja. Und was ist denn mit dem 95445 Postleitzahl, richtig? Ja, das ist ja immer noch in Bayreuth, ne? Ja, ja, das ist gut. Manchmal ändert sich immer eine Zahl und wenn andere Straße und so, deswegen habe ich Ach gesagt. So, das wusste ich gar nicht. Das muss neu sein. Ich weiß es auch nicht, ne? Manchmal, ne, ist gleiche Ort geblieben, eine Straße weiter oder woanders, ne? Eine Nummer bei statt der 5-6 ist geworden manchmal. Was für ein Quatsch. Ich weiß es auch nicht. Mal bei manche Kunden nämlich. Herr Hans, ja? Kurz bitte erreichbar sein, damit wir die Post abschicken, bekommen Sie einen Anruf unserer Hauptzentrale. Da sollen Sie das eben alles bestätigen. Die letzten zwei Ziffern Ihre IBAN-Nummer bei ihr und die Hör zu TV-Magazin bestätigen und dann bekommen Sie alles erstmal schriftlich und dann zu Hause erwarten wir dann Ihre Nachricht, ja? Wann, mein Name ist wann Markus. Ruft die denn an, die Frau oder die der Herr? Innerhalb von nicht, Herr, eine Frau wird Sie anrufen, oder innerhalb von 10 Minuten, Herr Hans. Können wir da noch zu meiner Sicherheit ein Passwort abmachen? Passwort? Frau Schmidt heißt die Dame. Passwort, wie soll ich das ausmachen? Die ruft jetzt spontan an. Ich kann sie jetzt nicht erreichen. Ach so. Können wir auch. Ich kann ihr Notizen schreiben dann, ja? Ja, okay. Nehmen Sie mal als Passwort RTL, wie der Fernsehsender. RTL, ja? Ja. Und da bei der Frau, die Dame, bei ihr alles bestätigen. Aus Hamburg ruft sie an dann, ja? Aus Hamburg? Gut. Jawohl. Da ist unsere Hauptzentrale nämlich, von den Verlagshäusern aus. Ja, das ist eine schöne Stadt, ne? Das ist gut. Ja, natürlich. Aber ich bin in Berlin, deswegen. Ja. Ach so, Sie sind in Berlin. Ja, dann ist ja klar, dass Sie die Frau nicht kennen, also nicht da haben. Ach, Sie wissen, was ich meine. Ja, genau. Deswegen wollte ich ja ihr einen Notiz hinschreiben, dass ich mit Ihnen gesprochen habe. RTL, ja? Na, so machen wir das, RTL. Okay. Okay, bleiben Sie gesund, toi 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 für die Zukunft, dass eigentlich die Hauptpreisen wird bei Ihnen, Herr Hans, ja? Ja, da freue ich mich. Bitte erreichbar sein, ja? Ja, ich danke. Freue mich auch für Sie. Bitte schön, Herr Hans. Auf Wiederhören, tschüss. Danke. Auf Wiederhören, tschüss. Das ist ein mieser Betrüger. Man merkt wieder, es ist genau auf alte Leute abgestimmt, die Masche. Ja, vor Jahren bei Neckermann und Quelle, das ist jetzt hier wirklich schon lange, lange her. Da bin ich sehr gespannt auf den Kontrollanruf. Ich hole mir jetzt schnell noch einen Holy Energy, weil ich bin gerade erst aus dem Bett gefallen und dann machen wir den nächsten Betrüger auch noch fertig. Hallo? Hallo, schönen guten Tag, den Herrn Herbert von Rudersdorf. Hallo? Was war das denn? Ist beim Sprechen verreckt, Alter. Wäre ja schön, da wäre eins von diesen Mistviechern weniger. Anruf. Hallo? Herr von Rudersdorf? Da war die Verbindung gerade weg. Ich habe nichts mehr gehört.
Eileen Schmidt von der Kontrollpostabteilung. Sie hatten ein kleines Gespräch mit meinem Kollegen Markus Marek gehabt, richtig? Entschuldigung, können Sie ein bisschen langsamer sprechen? Ich höre nicht so gut. Okay, mit Herrn Markus Marek hatten Sie das Gespräch gehabt, ja? Von Rudersdorf ist mein Name. Genau, aber Sie hatten mit meinem Kollegen Herrn Markus Marek das Gespräch gehabt, ja? Ach, den Namen habe ich mir nicht gemerkt, aber ich habe da gerade mit einem Herrn gesprochen. Genau. So, damit Sie die Unterlagen von mir erstmal schriftlich halten, würde ich nochmal die Daten kontrollieren. Dauert nur eine Minute, sind wir durch, ja? Ja, Sie sollen, der Kollege sagt, Sie haben ein Passwort für mich. Die RTL. Bitte? Die RTL. Ja, korrekt. Gut, dann sind Sie willkommen im inneren Kreis. Dann sind Sie jetzt eine Eingeweihte, ne? Okay, ich starte mit der Aufzeichnung. Dauert nur eine Minute, sind wir durch, ja? Was haben Sie gesagt? Ich mache jetzt eine Aufzeichnung, dauert nur eine Minute, sind wir durch, ja? Ach so, sind Sie künstlerisch begabt? Das freut mich, da kenne ich auch jemanden. Herr von Rudersdorf, ich mache jetzt einmal kurz eine Aufzeichnung. Wovon denn? Von Ihren Daten, die ich nochmal kurz zu Wort bringe, dass daraus die Unterlagen für die Zeitschrift erstellt werden, ja? Also Sie machen ein Porträt sozusagen. Ach, wissen Sie was? Komm. Wollen Sie mich verarschen hier? Bitte? Ich hab's nicht verstanden. Wollen Sie mich verarschen? Natürlich, ihr seid dreckige Telefonbetrüger und ich hab euch jetzt eine halbe Stunde verarscht. Du bist live auf YouTube, du Schlampe. Okay, du Arschloch, du Wichser, du Hurensohn. Komm, lass deine Mutter ficken. Komm. Sei's Betrüger, geh heim und wasch deine Mutti. So viel zum Thema seriös in irgendeiner Form. Ja. Ich liebe das, wenn die sich so aufregen. Oh, schade, du. Ich dachte, mit so einer leichten Spitze kann man sie noch ärgern. Ich hätte es noch länger machen können. Aber hey, mal wieder ein bisschen Geschrei am Ende. Danke, dass ihr dabei wart. Hallo, ich hab's akustisch nicht verstanden. Wer ist da bitte? Sebastian Koch hier. Was wünschen Sie? Ja, Sie hatten ja zurückgerufen bei der Kollegin. Hatten ja nach mir gefragt. Ja. Ja, bitteschön. Was wollten Sie denn? Na, Sie haben das Passwort nicht weitergegeben. Was für Passwort? Das Passwort. Ach, verpiss dich, mein... Das hat der Trottel auch nochmal angerufen. Ist das geil, du. Alle guten Dinge sind drei. Bei denen die Gehirnzellen bei mir, die Anrufe. Geil. Ja, hallo. Hallo, wer ist da? Ja, Sebastian Koch, Passwort des RTL. Ja? Ja, wir wollten mich ja sprechen. Worum ging's denn da? Es geht ja im Prinzip um die Auflösung. Was für eine Auflösung? Na, die Kollegin sagte, ich soll sie auf die Auflösung ansprechen. Weil sie hätten mir das... Ihre Kollegin hat gesagt, sie haben mir da... Bitte, können Sie mir Ihren Namen sagen einmal, bitte? Bitte, von Rudersdorf. Ja, Rudersdorf, der Name, wie heißen Sie denn? Von Rudersdorf. Ach, von Rudersdorf, einen Moment. Rudersdorf. Wir haben doch gerade gesprochen. Ach, Rudersdorf, haben wir miteinander gesprochen. Oder nicht? Heute Morgen oder was? Also die kommen mir von der Stimme her irgendwie bekannt vor. Aber dann kriegt... Das vierte Mal. Mal gucken, die machen jetzt Bimmelbingo und schicken mich durchs ganze Callcenter. Oh, ist das geil mit diesen Mistfiguren. Scheiße, wird das ein ganz... Schneiden, rendern, hochladen, ist harte Arbeit, ey. 4 Anrufe.